It is the 41st millennium. For 10,000 years, the Imperium has dominated the galaxy. There is only war. Every human soul, from the most highborn lord to the most basic servitor, is dedicated to the service of the God Emperor of mankind. The Imperium's battle fleets and armies, from the conscripted soldiers of the Astra Militarum to the elite space marines of the Adeptus Astartes, keep humanity safe from alien threats and cosmic horrors beyond imagining. But there is another war. It is the one in which I serve. Again, let's work translation. Is not one of battlefields and fleet engagements. It is waged by the dedicated agents of the Imperial Inquisition. It is fought in the cities and hives of the Imperium. In the back streets and the forgotten sublevels. In hive cities like Tertian. We are surrounded! Don't get overrun! For if the Inquisition fails, if we fail, the Imperium falls with us. Ja, und damit herzlich willkommen zu Warhammer 40,000 Dark Tide? 40,000 Warhammer? 40,000 Warhammer? Was auch immer. Die Aussprache ist wieder perfekt. Ja, wir spielen heute den Prolog in diesem Let's Play, bevor wir mit der Koop-Runde anfangen. Ich habe schon fleißige Mitspieler ausgewählt, die da Bock drauf haben. Jetzt könnt gespannt sein. Bin mal gespannt, wie sie ist. Das Vermintide war ja ziemlich cool im Warhammer-Universum. Jetzt gehen wir ein bisschen in 40k rein. Schauen wir mal. Freigabe der Inquisition wird bearbeitet. So, so. Schluck Kaffee oben drauf und dann wird das Ganze. So, wir haben den Scharfschützen. Soldaten des Astra Militarum werden als fähige und erfahrene Krieger für den Imperator der Menschheit geschätzt. Okay, okay. Wir haben den Prediger. Ein fanatisch und gläubige Krieger, deren Zorn und Inbrunst im Namen des Imperators sie an Orte führt, die sich andere mit weniger Glauben niemals wagen würden. Psychinetiker. Psychische Mutanten oder Psioniker erschöpfen Kraft aus dem Immaterium, um ihre beeindruckenden mentalen Fähigkeiten zu stärken. Sie werden im gesamten Imperium mit Argwohn als Würz betrachtet. Schädelbrecher, das ist meins. Den habe ich schon auf dem Cover gesehen, habe ich gleich gesagt, das ist meiner. Riesige, mächtige Abhumane, die oft von Astra Militarum als Stoßtruppen eingesetzt werden. Stark und treu, besitzen aber nur eine begrenzte Intelligenz. Das passt zum Zwerg. Kurze Reichweite C, Ansturm. Ja, Bullensturm, eine Fähigkeit, ikonisch. Treubeschützer, die dicke Haut. Ja, das ist genau das Ding. Ich glaube, ich brauche da gar nicht lange überlegen. Alles andere ist ja Standard. Ich brauche so dicke hier. So.
Heimatwelt. Okay. Kann man sich da schon. Eine geringe Bevölkerung. Das ist irgendwie ein kleiner, düsterer Bergbauplanet. Und seine zählen mürrischen Moronen. Mürrisch, das passt zu mir. Go. Kindheit, der Charakter von Kindheitserfahrungen geprägt, so wird es zumindest gesagt. Minensklave, ein Platz im hinterleeren Weidenhaus ist nicht billig. Diejenigen Weisen, die körperlich geeignet scheinen, werden oft in die Minen geschickt, wo sie Knochenarbeit verrichten müssen, um ihre Schuld bei großzügigen Wohltätern abzuarbeiten. Militärlakai. Die berängte Jugend eines planetaren Miliz erreichen selten einen Rang und noch seltener Ruhm. Wenn sie Glück haben, lernen sie Überlebensfähigkeit, wenn sie als Kramläufer oder Munitionsträger dienen. Jugendlichen der Makropol sind noch nicht ausgewachsen, können durch enge Gänge schlüpfen und sind ausgezeichnete Tunnelwächter in den Minen. Ich glaube, ich nehme Militärlakai. Lakai. Ach je, kann man da viel auswählen. Da unten sind ein paar Buttons, ne? Aufwachen gibt es für Leute wie dich nicht viele Möglichkeiten. Aufwachsen, nicht aufwachen. Für eine Arbeit geschmiedet. Schwerstarbeiter, Außenseiter, Schläger. In der Fabrikhalle, in den Höhlen der Makropolen-Gangs oder in der Reihe der Astra Militarum. Macht bringt Sieger hervor. Die Stärken sind es gewohnt zu dominieren, während die Schwachen auf der Strecke bleiben. Das klingt gut. Du hast viel durchgemacht. Prägender Moment. Oh, den kann man auch noch selber machen. Geil. Das ist cool. Okay, bin schon. Okay, da kann man so ein kaputtes Auge damit zumachen. Das ist ey geil. Das Charaktergenerator mag ich. Mag ich sehr. Figuren. Kann man rauszoomen? Da mit C. Hä? Hat er gar keine Haare auf dem Kopf? Ach da. Da hat er wieder Haare auf dem Kopf. Oh, natürlich. Alt. Oh, wie geil. Das quält mir. Gibt's da irgendwie eine Frisur, dass ich wieder irgendwelche Leute über meine Frisur lustig machen können? Die sieht gut. Die sieht scheiße aus. Oh, cool. Wie viele Bärte gibt's da wieder? 2 Milliarden. Ja, geil. Habe ich da ein Pickel mehr oder was? Nee. Cool. Gesichtstattoos. Körpertattoos? Ach je. Notre Dame auf meinem Bauch oder wie? Das sieht gut aus. Haben. Das Gesicht ist doch eh schon im Arsch. Was willst du da noch Namen reinsetzen? Ach je.
Geil. Also das finde ich schon mal sehr gut. Der Leibwächter der Schläge. Leibwächter natürlich. Strange life. Not part of the Astra Mil... The Astra Militia... Not part of the Imperial Guard no more. Not after things went bad on Komlar. Funny, really. Ogrins kept fighting long after the little ones ran away. Held that hill for 3 days. Little men in spiky armor charged us again and again. We broke them and threw them onto the rocks. 3 days we held alone. But there were no medals, no food, only big, angry words. Geil. Coole Stimme. Gefällt mir. Aufrührer schwalten waren respektloser Rede bis hin zur Organisation von Massenprotesten. Ungehorsam. Gegenüber der imperialen Obrigkeit, ob real oder angedeutet, reicht aus, um sich Degradierung, Gefängnis oder Tod einzuhandeln. Ohren des Adeptus Ministerium sind derart mächtig, dass es dem Wunsch nach einem Todesurteil gleichkommt. Ich nehme Ungehorsam. Das passt zu mir. Geil. Da steht jetzt meine ganze Biografie. Wie geil ist das denn? Das, was ich jetzt alles ausgesucht habe. Wurdest auf Mornax geboren. Wie viele andere Jugendliche wurdest du auch schon früh eingezogen, um in der örtlichen Miliz niedere Aufgaben zu erfüllen. Mit der Volljährigkeit hast du eine staatliche Form erreicht und wurdest als Schläger eingesetzt, um Schulden einzutreiben, Rivalen einzuschüchtern und die Opposition niederzuschlagen. Du wurdest ausgeschickt, um Vorräte zu holen, und man hat dich mit dann anscheinend vergessen. Du warst ohne Möglichkeit auf Rückkehr gestrandet. Super. Das Problem war nicht, dass du einem vorübergehenden Magistrat nicht aus dem Weg gegangen bist. Das Problem war, dass du nicht schnell genug aus dem Weg gegangen bist. Das alleine reicht aus, dir ein Ticket auf das Gefangenenschiff Tancred Bastion einzuhandeln. Du befindest dich an Bord der Tancred Bastion. Der Weg nach Atoma Prime. Bestätigen und Prolog erstellen. Spielen, jawohl. Bin gespannt. Schärfe zum Hassen deinen Verstand. Der Mann, der nichts hat, kann immer noch glauben. Achso, er lebt noch. Jage den Mutanten, tötet den Mutanten. Okay. Suche keinen Trost, es gibt keinen. Der Fleißige mag dem Tod entrinnen. Sie versuchen die Ladezeit natürlich ein bisschen mit Sprüchen zu umgehen. Wenn alles dunkel ist, denk an den Imperator. Okay. Prisoners all secure, ma'am. I'll check for myself if you don't mind. Of course, ma'am. But do be wary. Every one of them's a filthy heretic. That one certainly is. Keep him intact. No accidents. My master wants to interrogate him as soon as we reach the Hive. Of course, ma'am. Upon my life. This one, however... makes you wonder why we even bother shipping trash like that. Save a lot of data slate work just to process the execution notice now. What do you say, criminal? Shall I put you out of your misery? And ours, you would. Be quiet.
Well, nothing to say? I'm loyal. Served the throne. But of course, I'll just let you out now then. Shame you'll never get to prove that. Rhino Terror! We're boarded! Catapult it now! Soon enough. Oh. Wir gehen mal hier lang. Drücke zum Angreifen. Hui. Und noch mehr. Oh, da kommen zwei, drei. Aber mit so einem Riesen würde ich mich im Nahkampf vielleicht nicht anlegen, ne? Ist nicht so gesund. Neues Ziel, flieht aus dem Zellenblock. Taste zum Springen. Must be big trouble. I need armed defense teams in the Halte während der Bewegung umschalt zum Sprinten, okay. Kostet halt Ausdauer. Tja, und da gab es eine Stelle, würde ich sagen, ne? Aber ich muss mal ganz kurz was gucken. Ich weiß, das macht man nicht in Let's Plays. Soundeffekte machen wir ein bisschen runter. Aber es war leider keine Möglichkeit gegeben, vorher in die Menüs zu gehen. Von daher, seht es mir nach. Geht ja nur ganz kurz. Oh, ich werde dort gehauen hier. Oh, da gibt es gar keine Pause. Hoppla, jetzt bin ich aber fast tot. Fuck. Ich dachte, das wäre dann eine Pause.
Jetzt war ich auch noch fast krepiert, weil ich im Audio rumspiele. Super, Grimmi. Okay, wir merken uns, es gibt keine Pause anscheinend. Das ist natürlich ein bisschen Aua gewesen jetzt. Ist hier irgendwie... Holla, die Waldfee. Keine Schilde mehr. 10 noch Schild und 106 Leben. Ja, kein Problem. Oh, kommen die jetzt alle zu mir? Ach du Scheiße. Ah, die Schilde laden sich anscheinend wieder auf. Okay. Oder ich nehme irgendwas auf, wenn ich die haue. Wollen wir noch rausfinden. Gab's hier sonst noch irgendwas? Hier kann ich rein. So, aufladen tut sich das Schild nicht anscheinend, wenn ich die Leute boller oder so. Wenn ich die klopfe, dann kriege ich da wieder Schild oder so. Ist gut. Der Grimmi und seine Schaufel. Great. You come for blood too, criminal? You said you were a loyal servant of the throne. True. Klar. Oh, ich habe eine Knarre. Halte zum Zielen. Wow. Gott, was ist das für ein Ding, ey? Das nennt's. Oh shit, aua, das tut weh. I'm giving you a chance. Cross me and you're dead. You understand, criminal? Yeah. Die Kuh umzwischen. Ah, okay. Kann man dann switchen. Understood. Geh zum Hangar. Na dann.
actually not bad at this. Thank you. So, irgendwas muss mir ja gut sein, oder? Oha. Erreiche den Storm Rapture. Na dann. Kommen wir ja irgendwie schon hin, dann denke ich mal. Hier runter, vermute ich mal. Und dann? Da lang. Bestimmt hier irgendwo lang. Und ist ein bisschen kaputt. Und hüllü. Kommen noch Gegner? Nö. Scheiße. Jeez, wie sind denn das? Immer schön in die Fresse rein. Also mir gefällt es bisher echt gut. Die FPS ist ein bisschen, ne? Also es ist nicht so, es läuft nicht ganz so 100 so flüssig. Es wirkt manchmal ein bisschen slow. Aber, da habe ich schon Bock drauf. Also bisher gefällt es mir echt gut. Home from now until you're no longer of use to us.
Das muss da hinten irgendwo sein. Mal gucken, ob der Prolog jetzt schon vorbei ist. Ich könnte möglich sein. Wir gucken mal. Ah. Ah. So, the next step before... Is this kind of no-opa? The best we can recruit these days? This one could be useful. Claims to be a loyal servant of the throne. Sounds great. This... I'm Sergeant Major Morrow. You're fresh meat. Mission briefings come through me. Let's see what you can do. All right. Get to the Sykarnium. Dass ich erstmal hinknien muss. You must be the new recruit Explicator Zola spoke of. If I'm honest, and I am seldom otherwise, I am not impressed. No wonder she recommended you for further training. Once you are shackled to my glorious Sykarnium, I will mentor you in the skills an operative needs to survive. One assumes you do want to survive. Have no fear. My psychic conjurations cannot kill you, though they may leave persistent feelings of inadequacy. Okay, starten. Und Ausbildung. Geschätzte Zeit 2 bis 5 Minuten. Belohnungen. Okay. Gehen wir mal rein. Mhm. Das ist natürlich alles die Sachen, die du noch selber machst im Prolog anscheinend, bis du da mal in den Multiplayer gehen kannst. Wann das ist, weiß ich leider nicht. Das hieß so eine halbe Stunde circa. Gameplay. This is the Sykarnium. A place of torture. I mean, training. Shall we start? You can chain light or heavy attacks in any order. Chained attacks have different angles of attack and damage properties. Okay. Spezialangriff. Special attack. Others have a special ability that changes their next attack. 5 Kinnhaken? Nee, ja, das ist. Kinnhaken. Was soll das heißen? Steht doch 5, oder? 5 Kinnhaken oder S? Nee. Okay, das weiß ich jetzt nicht. Ist natürlich wieder schön. Ja, sekundäre Aktion. Da. Waffenspezialaktion. Ach, die wollen, dass ich jetzt die 5. Maustaste drücke, dass meine Aufnahme beendet wird. Das ist ja toll. Nee, das mache ich jetzt nicht. Kann ich das umlegen? Da liegt meine Aufnahmetaste drauf. Können wir das irgendwie so machen? Danke. Ah. Pushing
can stagger groups of enemies. Pushing requires stamina. Pushing? Hey. Easy. Grenades can be equipped and thrown. Each class has access to different grenades. Ja, das lief ja super. Nochmal? Ah. Okay, verstanden. Use your combat ability to charge into enemies and knock them back. Cool. Sehr geil. Dodging allows you to evade range fire and melee attacks. Melee attacks cannot be dodged if you have a ranged weapon active. Okay. Easy. Enemy attacks initially damage your toughness. Once your toughness is broken, they damage your health. Das ziehe ich jetzt schon. Okay. Enemy attacks will stagger and stun. Killing enemies in melee replenishes toughness. Each nearby teammate also grants toughness regeneration. Ah, und durchs Töten kriegt Zähigkeit wieder. Okay, verstehe. Alles klar. Zähigkeit mit Teamkohärenz? Was? That marks the end of basic training. You are now ready to serve. Should you wish to further... Verlassen. Es reicht. Hoppala. Ja, cool. Das sind jetzt einige Sachen, die ich jetzt im Nachhinein... Oh, neue Waffen. Geil. Ausrüstung. Okay, die habe ich jetzt. Die habe ich jetzt automatisch an, die Dinger, oder was? Was sind jetzt... Okay. Waffe tauschen. Gegen welche? Wir haben anscheinend nichts. Sonst? Inquisitor? Nein. Ach was, wenn ich den nicht enttäuschen. Du obersten Inquisitor. Wollte schon immer meine Meinung geigen. Kein Problem.
It is my honor to serve the God Emperor of mankind and fight the darkness that contaminates the Imperium. The supreme power of the Holy Inquisition is mine to wield. Who am I? I'm a warrior. The Hive World of Atoma Prime is a vital stronghold of Imperial power. No matter the darkness, no matter the racking storms of space, Atoma Prime must stand resolute. But a threat has come, the very darkness I am sworn to deny. Who am I? I am warrior. I have learned that Atoma is cast by the dark stain of truth. Chaos is the arch enemy of mankind. It is the damnation of the warp. It is everything I am sworn to oppose. Who am I? I'm a warrior! It can only be cast out by the light of the throne and the scourging touch of flames. Who am I? I'm a warrior! As an instrument of the Inquisition, and no matter the risk to body and soul, I will purge the heart from top to bottom, and cut out every scrap of darkness I find. Who am I? I am a warrior! The omnipotence. Ja, damit haben wir den Prolog beendet. Wir sehen andere Spieler. Damit geht's los. Ich freue mich auf den Koop-Spaß mit Urajin, Traikan und Keskor. Ihr auch, hoffe ich. Das letzte hat mir jetzt so ein bisschen Gänsehaut gegeben. Fand ich sehr cool. Mit I'm a Warrior. Fand ich sehr geil. Die Charakterstellung finde ich ziemlich cool. Für eine Warhammer-Game. Wer Vermintide so gespielt hat, da war ja, glaube ich, nicht viel Charaktergeneration dabei. Da war, ja, Zwerch, nimm, zack, fand ich sehr cool. Ich freue mich auf mehr, ich bin gespannt, meine Ochsen hier und mit den Jungs dann in die Schlacht zu ziehen. Und wenn ihr Lust habt, natürlich auch wieder einschalten. Wir werden das werde ich jetzt heute direkt hochwerfen und generell werden die Let's Plays dann mittwochs erscheinen. Das wird dann, ist die Woche voll erstmal für die nächste Zeit. Und ja, danke fürs Einschalten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr kennt das ja, wenn es euch super gefallen hat, ein Abo da lassen. Ich würde mich freuen, ne? Und den Rest kennt ihr ja alles schon. In diesem Sinne, macht es gut. Bis zum nächsten Let's Play. Tschüss.